Guten Abend. Ja, heute war Tag der Amateure. Saarbrücken und Elversberg haben im Ludwigspark um den letzten zu vergebenden Titel dieser Saison gespielt, den Saarlandpokal. Über ihre Platzierung in der dritten Liga sind beide Teams schon für den DFB-Pokalwettbewerb qualifiziert. Und so war der emotionale Höhepunkt auch die Verabschiedung einer ganzen Elf. Denn so viele Spieler werden zur nächsten Saison den ersten FC Saarbrücken verlassen. Marc Drumm. Die Zuschauerlieblinge kommen tränenreich als Letzte rein. Tobias Jennecke, Abschied nach 6 FCS-Jahren und direkt dahinter und 2 Jahre älter, der Kapitän Mike Franz, Karriereende mit 36. Insgesamt verabschiedet sich eine komplette Elf von Blau und Schwarz. Horst Steffen und die SVE verzichten heute auf Verabschiedungen, verzichten aber nicht auf alle noch gesunden Stammspieler. Und dennoch zunächst Vorteil 1. FC Saarbrücken. Nach Ecke Rabic, der FCS gleich zweimal mit Köpfchen. Und ja, er trifft auch in seinem letzten Spiel für Saarbrücken, Adriano Grimaldi. 1-0, siebte Minute, Rabic, einer der Besten der Vorwochen. Dann Tölke, er hat gerade verlängert. Dann Grimaldi, er geht nach Paderborn in die zweite Liga. Ein schmerzhafter Verlust, sagt Trainer Rüdiger Ziel. Seine Mannschaft legt vor, der Meister zieht nach. Auch per Standard, Pinker, Paterock, noch keine Viertelstunde vorbei. Und schon das zweite Finaltor, das 1-1. Beide Mannschaften machen ihre Versprechen wahr, nehmen das hier ernst, obwohl beide schon die DFB-Pokaltickets gebucht haben. Danach Chancen auf beiden Seiten. Die beste hat der FCS, hat der Torschütze zum 1-0. Einmal scheppern und schütteln bitte Adriano Grimaldi nach Vorlage von Marcel Gauss. Pausenstand 1-1 zwischen den beiden saarländischen Topclubs und nach gemeinsamen Tagen auf der saarländischen Topinsel in Mallorca. Training seit Donnerstag, von Party nach Wien, nichts zu sehen, Pfeil und dann Gauss, der hat die Hände hoch und weit weg vom Körper und das im 16er. Den Elfmeter übernimmt für den Pokal Titelverteidiger Nick Woltemade und der versenkt ihn auch. 50. Minute, auch für Woltemade ist das hier ein Abschiedsspiel. Erst einmal geht's für die Leihgabe, danach zurück nach Bremen, Rückkehr aber nicht ausgeschlossen. Jetzt muss der FCS antworten. Macht er ähnlich schnell wie die SVE in der ersten Halbzeit? Grimaldi, diesmal Vorbereiter, Lukas Böder, das 2-2 in der 56. Minute. Auch die zweite Halbzeit, eine mit Offensivfreuden, mit vielen Chancen, aber keinen weiteren Treffern mehr. Daher Final-Nachschlag. Es läuft die sechste Minute der Verlängerung. Ballverlust Jennecke und der hat Folgen. Ben Bobzin, das 3-2, der Endstand. Je länger die Partie, desto dominanter der Zweitliga-Aufsteiger. Der Pokalsieg für Elversberg daher durchaus verdient. Ich freue mich, dass wir das am Ende gezogen haben. Ich glaube auch, dass vom Chancenverhältnis wir ein bisschen besser unterwegs waren. Aber im Endspiel kann halt alles passieren. Und ich bin froh, dass der Schiedsrichter abgewiffen hat. Geht in dem Fall um nichts. Wir sind bei dem DFB-Pokal. Aber dennoch wollten wir den Pokal holen, den Saarland-Pokal. Elversberg war besser, vielleicht. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Glückwunsch darüber, aber mein Gott, ja, so ist es. Nach Aufstieg und Meisterschaft, jetzt noch der Saarland-Pokalsieg für die SV Elversberg. Der schon vierte in Serie.